Liste. Also verkettete Liste, typischerweise immer Element. Ich male das mal immer zweiteilig hin. Einmal haben Sie irgendwie Daten, ja, da steht jetzt beispielsweise irgendwie ein A drin. Und dann haben Sie noch einen zweiten Eintrag, das ist halt der Zeiger. Und die Liste ist dann sozusagen genau dieses Ding hier. Liste L besteht eigentlich aus einem Zeiger, der auf ein Element zeigt. Teil dieses Elementes ist halt ein Zeiger auf einen Nachfolger. Und irgendwann ist die Liste dann zu Ende. Dann zeigen Sie halt auf irgendein definiertes Element, was mir halt genau angibt, da ist jetzt Schluss. Das wäre irgendwie so die einfach verkettete Liste. Oder als Alternative sowas hier, die doppelt verkettete Liste. Da haben Sie einmal einen Zeiger zum Nachfolger und Sie haben einen Zeiger zum Vorgänger. Und wir brauchen einen Zeiger auf den Listenanfang. Ob besser oder schlechter, können wir so auch nicht sagen. Es hängt auch wieder von den Operationen ab, die wir irgendwie darauf brauchen. Ja, wenn wir irgendwie fleißig hin und her laufen müssen, dann ist hier so eine doppelte Struktur besser. Kostet mich ein bisschen mehr Speicher. Aber im Rahmen unserer asymptotischen Analyse, jetzt was den Speicherverbrauch angeht, ja, irgendwie bei n Einträgen hätten wir hier sozusagen 2 mal n für 2 Schachteln quasi. Je nachdem, wie komplex jetzt die Daten sind. Hier hätten wir irgendwie dann 3n. Ist eine Konstante. Also auch nicht viel teurer. Grob betrachtet. Können wir den natürlich irgendwie sortiert oder unsortiert organisieren. Hat natürlich dann wieder Einfluss auf die Operationen. Wenn wir unsortiert organisieren, können wir beispielsweise die Einfügeoperation beliebig machen. Wenn ich häufig den Vorgänger und Nachfolger brauche, dann macht es Sinn, die sortiert zu halten, weil da habe ich natürlich bei einer unsortierten Organisation irgendwie Schwierigkeiten. Da muss ich immer einmal komplett durchgehen. Und wenn ich jetzt bezogen auf die Ordnung dieser Einträge hier oben Vorgänger, Nachfolger suche, brauche ich nur dem Zeiger folgen. Und wenn ich jetzt, wenn die irgendwie nicht sortiert sind, ja, und ich irgendwie, gut, jetzt sind die hier sozusagen sortiert dargestellt, aber wenn ich da andere Einträge hätte, dann muss ich zur Not einmal komplett durchlaufen. Also wenn ich das als Operation häufig brauche, dann macht es Sinn, das sortiert zu speichern. Und was wir natürlich auch machen können, wäre sowas wie, ja, da würde ich beispielsweise den auf den Anfang zeigen lassen und den auf das Ende. Und schon hätte ich irgendwie einen Ringspeicher, ne? Operationen, was brauchen wir da? Ich erzeuge eine Liste, ich füge ein Element ein, ich rücke eine Position vor, ich lösche ein Element, ich hole mir ein aktuelles Element, ich zeige wieder auf den Listenanfang und ich gucke, ob ich irgendwie am Listenende bin. Und dann brauche ich noch so eine Hilfsoperation, um diese Axiome dann vernünftig darstellen zu können. Das ist nämlich so eine ganz lange Liste. Realisierung der Liste. Also, was wir irgendwie brauchen? Wir brauchen 2 Zeiger, die bezeichne ich einfach mal so. Also L ist die Liste, die wir im Prinzip verwalten wollen. Und das ist irgendwie Zeiger auf aktuelle Position. Also wenn ich mich beispielsweise in der Liste fortbewegen will, von einem zum nächsten, dann würde ich dieses Ding halt entsprechend weiter zeigen lassen. Und wir brauchen sowas wie Head von L, also Zeiger auf Listenanfang. Und was ist ganz wichtig, wenn Sie beispielsweise in C oder C++ eine einfach verkettete Liste implementieren, das Ding dürfen Sie nie verlieren, sonst erzeugen Sie Müll im Speicher. Ne? Weil wenn Sie den einmal verloren haben, kommen Sie nicht wieder dran. Ne? Wenn Sie so eine Liste haben, einfach verkettet, ja, immer irgendwie einen Zeiger hier zum nächsten Element laufen haben, ja, hier haben Sie Ihren Anfang und dann setzen Sie das L einfach mal um auf das Ding hier und das machen Sie ganz häufig, haben ganz häufig irgendwie Operationen auf den Listen, dann müllen Sie sich hier Ihren Speicher zu, weil an die Elemente kommen Sie so erstmal nicht mehr dran. Ne, weil die sind ja beliebig im Speicher verteilt, wissen Sie ja nicht. Hängt von Ihrer Speicherverwaltung ab. Wenn Sie da neuen Speicher anfordern, der holt die irgendwo her, die Speicherzellen. Die müssen nicht hintereinander liegen. Da muss man halt aufpassen. Neues Element, was macht das Ding? Wir holen uns ein neues Element. Der Schlüssel ist irgendwie noch undefiniert und das erzeugt quasi sowas hier. Und zeigt auf sich selbst. Ja, das machen wir genau an dieser Stelle hier. Der Nachfolger von H zeigt auf sich selbst. Das Ende hätten wir auch gerne gewusst. Und das Ende haben wir genau dann erreicht, wenn der aktuelle Listenzeiger, also die aktuelle Position, wenn der Nachfolger, wenn das gleich unserem Listenende ist. Das ist halt die Definition für das Ende. Dann eine neue Liste erzeugen, tun wir dadurch, indem wir sagen, L zeigt auf neues Element. New muss hier stehen. Undefined. Auch noch nichts eingetragen. Das Ding zeigt auf sich selbst. Und das Current zeigt auch hier drauf. Und Head ebenso. So, spannender wird jetzt schon der Fall, wenn wir da was einfügen möchten, muss man einfach nur die Zeiger umhängen. Und das ist das, wo man sich häufig so vertut am Anfang. Also beispielsweise, wir haben eine Liste gegeben, möchten hier einfügen und sagen wir mal, wir machen jetzt hier so einen Aufruf von L, 4 hätten wir gerne eingefügt. Was würden wir machen? Wir erzeugen uns ein neues Element, schreiben da rein,
das ist die 4. Der zeigt noch auf sich selbst nach diesem ersten Schritt. Ja, das passiert hier an dieser Stelle. Da schreiben wir die 4 rein. Und dann biegen wir halt die Zeiger um. Also erstmal müssen wir uns die Frage stellen, wo steht denn dieses Ding denn gerade, das Current? Davon hängt es irgendwie ab. Nochmal, das steht hier. Dann würden wir uns noch den Nachfolger von dem aktuellen angucken und würden sagen, der Nachfolger von H, das ist der hier, ist jetzt der. Und wir würden jetzt sagen, Next H, das ist hier H, also dieser Zeiger hier, den müssen wir umbiegen. Der wird umgebogen und geht hier hin. Und Current von L, das ist das Element mit der 1. Und davon der Nachfolger sei jetzt H, und das ist genau dieser Zeiger hier. Den würden wir jetzt umbiegen. Das wäre dann die Situation. Und natürlich, wenn jetzt das Current von H, wenn das jetzt hier hinten drauf gestanden hätte, hätten wir am Ende einfach eingefügt. Ne? Jetzt können wir sagen, so, das Current lassen wir jetzt mal ein bisschen weiter hoppeln und machen dann nochmal Insert L von 7. Dann würden wir beispielsweise ausgehend von dieser Situation, hier steht das Current, sagen, wir legen uns wieder eine Schachtel an. In Zeile 2 tragen wir hier die 7 ein. In Zeile 3 würden wir den hier drauf zeigen lassen. In Zeile 4 würden wir den hier drauf zeigen lassen und damit den natürlich auch löschen. Das Ding hier liefert uns einfach das nächste Element in der Liste und wir überprüfen, wenn wir am Ende sind, dann geht es halt nicht weiter und ansonsten würden wir beispielsweise, wenn das Current hier drauf zeigt, das Current einfach setzen auf das nächste Element. Das wäre dann die 3. Das heißt, der wird hier verschwinden und wird dann hierhin zeigen. Wie sieht es denn aus beim Löschen? Wir würden jetzt hier einfach aufrufen, ein Delete von L. Ja, was wird das machen? Das Current steht beispielsweise hier drauf. Wir nehmen erstmal die Zeilen, also die vergessen wir mal hier, die auskommentierten Zeilen. Ich sage gleich, wofür die da sind. Was passiert dann? Wir würden einfach sagen, der Nachfolger von dem aktuellen, also das ist dieser Zeiger, den biegen wir um, lassen den nicht mehr hier drauf zeigen, sondern auf den Nachfolger vom Nachfolger und das ist genau hier. Und wenn wir das zu löschende Element zurückgeben möchten, in diesem Fall lösche ich sozusagen nach der Position von dem Current, dann würden wir das hier machen mit den Zeilen, die da auskommentiert sind. Was haben wir noch hier? Aktuelles Element liefern bzw. den Schlüssel davon. Ich habe es jetzt hier so angegeben, der liefert immer hinter der Position Current. Und was haben wir da noch? Da setzen wir die ganze Liste zurück. Ja, da setze ich einfach den Zeiger wieder auf den Anfang. Für alle Operationen O von 1 können wir immer direkt drauf zugreifen.